Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Hof Bergmann Reloaded. Ich habe es geschafft. Meine Felder haben alle Düngestufe 3. Ich habe natürlich noch den Striegel losgeschickt und ja, wir sind fertig. So können die jetzt wachsen. Ne? Die haben jetzt auch unterschiedliche Wachstumsstufen. Und da habe ich mir gedacht, so, was machen wir denn jetzt mit unserem U-Feld da unten, mit den Rüben? Ja, die müssen natürlich auch runter, ja. Ich werde mal gucken, ob man da über Curseplay einen anständigen Kurs einfahren könnte. Aber muss ich mal gucken im Laufe der Zeit. Also ich werde es jetzt erstmal ganz, ja, entspannt per Hand ernten. Aber erstmal mache ich hier mein Striegelchen sauber und der Traktor hat ja nun auch schon ordentlich gelitten, wie ihr seht. Oh, to say, wie schön. Ja, und da steht natürlich so einiges anderes auch noch an. Das werden wir machen, bevor wir die Rübenernte starten. Denn ich habe jetzt hier schon so ein bisschen am Hof aufgefüllt, habe am Gemüsehof nochmal das Wasser voll gemacht. Ich habe hier beim Kuhfutter nochmal Stroh, Heu und Silage eingefüllt. Also ein paar Ballen reingeworfen. Sodass wir da schön ordentlich Kuhfutter nebenbei produzieren können, dass die Milchproduktion läuft, damit die Butterproduktion läuft. Hey! Ihr seht, den Bucher habe ich da schon geparkt. Den hatte ich ja etwas fremd verwendet, sage ich jetzt mal. Nein, ich brauchte schlicht und ergreifend Wasser wie heißt denn das jetzt? Flüssigdüngerproduktion. Ne? So heißt das, genau. Brauchst du Wasser und Nitrat? Und da bietet sich ja der kleine Bucher an. Ne? Weil du brauchst ja nur so ein paar Literchen, da muss ja nicht in Riesenpaste ankommen. So, ist der Deutz wieder sauber. Ja, dann fand ich ganz interessant, wie die Kommentare sich so verhalten haben in dieser Woche. Denn ich habe ja die ganze letzte Woche Hof Bergmann an einem Tag aufgenommen, hatte ich ja gesagt. So dass ich die ganze Woche so mitverfolgen konnte, wie die Reaktionen von euch auf ja, die Hof Bergmann sind. Kam sehr viel positives Feedback. Ja, schon der ein oder andere Vorschlag Richtung Fuhrpark. Ja, natürlich gibt es für den Flug noch einen größeren Traktor. Das versteht sich auch von selbst. Dementsprechend werde ich natürlich mein Geld jetzt erstmal versuchen zu bunkern. Beziehungsweise etwas auf, ja, Vorrat zu kommen, denn ich brauche ein bisschen mehr Kohle für einen anständigen Traktor. Ja, natürlich werde ich auch den einen oder anderen Traktor denn dafür verkaufen. Versteht sich auch von selbst. Das geht nun mal nicht anders. Ist auch gar nicht notwendig, denn hier 100 Traktoren stehen zu haben, aber so ein paar mehr braucht man denn schon, gerade wenn man denn hier in der Erntezeit ist und düngen und pflügen und grubbern und oh mein Gott, alles auf einmal. Da braucht man denn schon mal einen Traktor mehr. Dass wir unsere Helfer hier auch anständig losschicken können. Jo. Guck mal, da geht unser Wuffi spazieren. Sehr schön. Du machst das gut. Ja. Schnuckelig. So. Dann kommt der jetzt einfach mal hier rein. Und dann muss ich mich entscheiden, welche Traktoren ich denn dementsprechend verkaufen werde. Aber noch ist es nicht so weit. Noch haben wir kein Feld, was jetzt erstmal gepflügt werden muss, bis auf natürlich das Rübenfeld. Ja? So, aber erstmal bringen wir hier alles andere wieder ans Laufen. Ne? Das geht ja so auch nicht. Wir können nicht einfach hier... Hallo? Hallo? Gibst du mir die Milch? Gib mir bitte die Milch. Ach, da ist noch Wasser drin. Wie uncool ist denn das? Wo kommt denn das her? Tja. Dann versuchen wir das Wasser mal überall. Hallo Hund? Ja. Dann versuchen wir das mal ein bisschen loszuwerden. So bei unseren Kühen. Vielleicht kriegen wir ja auch schon ein bisschen was bei den Schweinchen los. Ja, dann habe ich überlegt, wie ich grundsätzlich weitermache. Ob ich weitermache, mir die erwachsenen Tiere zu kaufen. Oder ob ich auf die, also gleich züchte. Muss mal gucken, ob das geht. Denn ich glaube, man könnte
Super, das hat sich ja mal so richtig gelohnt. Wahnsinn. Spektakulär. Ach Mann. Ah. Man sollte auch die richtige Taste drücken, ne? So. Damit hier keiner abwackelt. Oh, ist das niedlich mit den Lämpchen. Ja, dann würde ich sagen, bringen wir doch einfach mal den Rest in den Schweinestall. Alter Verwalter, was ist denn hier heute schon wieder los? Warum leckt das hier so? Gibt's ja gar nicht. Du kannst ruhig auch weitergehen. Aber hier im Schatten ist schön, ja? So, gucken wir mal. Da gibt's das und das. Und meine Maus haut gerade ab. Freches Ding, ganz freches Ding. So. Kriegen wir unsere nicht vorhandenen Schweine auch schon ein bisschen Wasser? Macht ja nichts. So. Dann bleibt bestimmt wieder ein bisschen Wasser über. Ja, sehr schön. So. Dann machen wir das jetzt anders, weil unsere Ziegen haben genug Wasser. Da war ich erst unterwegs. Ja. Na gut, diese Pfütze hat es hier auch hin. Ich habe mich vorhin stecken geblieben mit dem großen Fass. Was heißt stecken geblieben? Aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Wasserbecken befüllen. Packt man natürlich hier rein. Ich bin mal gespannt, ob ich das auch irgendwann voll kriege. Ich fahre ja ganz fleißig Wasser hin und her. Ich sage jetzt dazu lieber nichts. Nein, ist ja die Frage denn grundsätzlich gewesen, wie man ans Wasser kommt. Ist ja wie in Altkirch. So. Versuchen wir es mal. Ist auch nicht besser. Okay. Ja, ihr seht schon, ich muss mal gucken, dass ich hier mal vom Hof wieder wegkomme. So, los geht's. Milchtank entleeren. Sollte relativ flott gehen. Wir haben nicht viel Liter. Oh, doch, mehr als gedacht. Nur ja, gut. Immerhin. Immerhin. Dann sollten wir vielleicht sogar schon das jetzt hier mal ganz voll kriegen. Mit unserer Milch. Ja. Muss ich mich konzentrieren. Meine Güte. Tut, 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 tut. Iwi auskippen. Und zack, haben wir den fast voll. Ja, jetzt bin ich am Überlegen. Ich habe nämlich gesehen, dass bei unseren Ziegen 4 Milchkannen voll sind. Mehr werden es offensichtlich nicht. Muss ich mal im Auge behalten. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich damit nicht weiter beschäftigt, in den Videos vorbeizugucken. Um mich da so ein bisschen zu informieren, wie viele Fässer da kommen oder nicht, ist mir im Endeffekt ganz ehrlich gesagt auch total egal. Hauptsache, es kommen Fässer. Ne? Ich meine, wir sind hier am Anfang. Irgendwann werden wir richtig viele Tiere haben. Ich sollte, glaube ich, langsam fahren, dann läuft das besser. Wenn wir genug Tiere hier auf dem Hof haben, dann haben wir natürlich auch genug Milch für alle möglichen Produktionszweige. Ich habe auch überlegt, ob ich die Ziegenmilch denn künftig mit auch zur also zum Schafstall runterbringe, zur Käseproduktion. Dass wir schöne Ziegenkäse haben, ne? Ist auch eine Spezialität. Bin ich mir aber noch nicht ganz schlüssig. Erstmal landet die Ziegenmilch auch hier oben ganz normal mit in der Milch, damit wir Butter produzieren können. Guten Tag. Na, wie geht's euch? Mäh. Ja. Oh, gucke, jetzt habe ich es gerade gesagt. Cool. Also es gibt doch mehr Kannen als 4, ne? Und dann schnappe ich mir die jetzt hier. Oh. Naja, ist ja nicht schlimm. Guten Tag. Bitte nicht abhauen, bitte nicht abhauen. Seid brav. Oh, jetzt muss ich ja vorsichtig machen, dass ich hier die eine Milchkanne ja nicht aus dem Träger raushole. So. Na, na. Wir haben ja schon immerhin ein volles Butterfass. Müssen wir mal gucken, wenn wir denn so weit sind, dass wir genügend haben, um sie zu verkaufen. Dass wir natürlich die optimalen Preise dafür ausnutzen, ja. Weil, alter Verwalter, mit der Butter, da kann man schon ordentlich Schotter machen. Wie
Wieso bist du zugegangen? Geh gefälligst auf und bleib auch auf. Danke. So, hier wird nicht abgehauen. Hihi. So, du hast 0%, fängst also gerade mal an und ihr habt schon wieder so einen Dreck gemacht. Also das ist doch nicht normal. Meine Güte. Aber meine Stimme macht zurzeit auch so das, was sie will. Sehr eigenartig. So, dann fahren wir mal unsere Milch. Geschüttelt, nicht gerührt, wa? Das ist der Grund, warum ich den Fan total mag. Für so ganz kleine Sachen, also diesen Fan jedenfalls, für so ganz kleine Sachen ist er total schön. Ich habe schon überlegt, ob ich den wieder auf lila umlackiere, wie ich ihn damals mal hatte. Aber nein, lassen wir mal lieber. Ah je. Also ihr seht es hier auf dem Hof, habe ich ordentlich mein Tun. Da muss ich mal noch ein bisschen an meinem Rechner rumdoktern, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln. Naja, ich glaube, ich doktere da lieber nicht dran rum. Dann mache ich alles nur noch kaputter. Hallo, lass mich mal da hoch. Danke. So, wo kommen die denn jetzt rein? Kommen die jetzt da in dieses Becken rein oder wie läuft das? War das nicht so? Oh ja. Aber eigentlich möchte ich das gerade gar nicht. Weil... Und jetzt, pass auf. Milch kann Weitwurf. Verdammt. Das hätte ja klappen können. Nächster Versuch. Etwas höher und... Zack, ja! Ich habe schon überlegt, was wir machen können, wenn wir 200 Abonnenten voll haben. Also, ob wir da irgendwas Besonderes machen. Seht ihr mal, da wäre doch... Oh. Das sind denn ein paar Liter zu viel. Gut, dann lassen wir die hier stehen. Macht ja nichts. Habe ich nicht dran gedacht, dass wir es noch gar nicht so voll machen können. So, gucke mal. 1 von 15. Da steht ein Angefangenes. Sehr schön. Das heißt, die Butterproduktion läuft. Schön mit Abgasaroma. Ja, ist ein Träumchen. Aber vom Feinsten. So, dich parken wir wieder hier. Denn du wirst immer ganz fleißig hier das Futter hin und her gondeln und karren. Ja, sollte passen. So, aussteigen. Das heißt, wir haben jetzt unsere Butterproduktion am Laufen, was mich ja sehr freut. Sodass wir uns dann jetzt mit den grundlegenden Dingen beschäftigen können. Und zwar der Rübenernte. Yay! Ich freue mich ja total, wa? Aber da bin ich damals schon innerlich verzweifelt, mehr oder weniger. Wartet mal. 724. Ist das 313? Jetzt machen wir mal. Jetzt gucken wir mal, welcher mehr PS hat. Ach so, Garage müsste ich vielleicht auch gucken, ne? Dieser. Also ist schon richtig so. Zurück. Man sollte auch die richtige Taste drücken. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, dann schicken wir den jetzt mal zum Händler. Alter, verwalter, ich muss vom Hof weg. Hof, Hof, Hof. Also heute ist ganz schlimm. Hofhändler. Abfahrer einstellen. Aktiviert. So. Das heißt, wir steigen jetzt hier aus, lassen dich mal ganz alleine fahren. Und dann werden wir uns hier mit der Rübenernte beschäftigen. Und zwar kaufen. Ach, nicht kaufen. Wir mieten. Mieten. Zack. Kann ich nur hoffen, dass die Teile dann auch überall hinten dran passen. Mieten. Ach, und das wird schön. Das wird ein Traum. So richtig doll. Halt, in die Richtung wollte ich. Ich wollte mir gleich einen Hänger mitnehmen. Nehme ich einen kleinen Hänger, nehme ich einen großen Hänger. Ich glaube, ich nehme erstmal einen kleinen Hänger mit. Ich glaube, das macht sich besser. So. Wo habe ich den gesehen? Wo habe ich den gesehen? Ich habe den doch vorhin gesehen.
Ich hatte eben auch noch im Kopf, wo der steht. Sag's doch mal. Ach, alles klar. Moment, es geht los. Ja, manchmal brauche ich ein bisschen länger. Ja, dann können wir Rübenschnitzelchen machen. Werde ich natürlich nicht machen, weil wir ja Kraftfutter produzieren. Ja, das ist mir denn doch ein bisschen zu sehr Sisyphusarbeit. Aber ich will die Rüben haben. Warte mal, jetzt. Erst treffe ich die falsche Taste, dann treffe ich gar keine Taste. Naja, das ist nicht so mein Tag, glaube ich. Schweine, guck mal, da können wir die als Schweinefutter mit verwenden. Körnermais brauchen wir, haben wir ja. Getreideschrot, also das ein oder andere haben wir schon auf Lager. Na gut, dann bringen wir den schon mal weg. Ja. Tschüssikowski, bis später, macht's gut, seid brav, büchst mal bitte nicht aus. Oh, unsere Wiese ist auch schon wieder so weit, fast. Können wir hier auch wieder in die Ernte gehen? Ach, in die Ernte. Ach ja, ich und die Schilder, geil. Jetzt fahre ich mich natürlich erst richtig fest. Ey, komm, zieh. So. Das ist, wenn man auf unterschiedlichen Maps spielt und auf der einen Map ist das Ganze ohne Kollision, auf der nächsten Map ist es mit Kollision. Da muss man sich mal ein bisschen umgewöhnen. Oh je. Wieder voll blamiert. Ja. Sehr schön. Oh. Also es liegt nicht am Hof. Muss ich mal gucken, was mein Rechner hier gerade für irgendein Problemchen hat. Ich glaube nicht, dass es die Map ist. Nein. Alles schön. Zumindest bis dato. Könnte nur weiter oben irgendwo was sein, aber nein. Wie gesagt, ich habe wirklich keine großartig abartigen Mods drauf. Ich habe mir natürlich auch den VW-Bus-Bulli-Dingsbumster angeguckt. Der ist natürlich total schnuckelig. Wird sicherlich in irgendeiner nächsten Zeit auch mit auf dem Hof landen, weil ich den eigentlich total cool finde. Muss man mal dir angucken, was man konfigurieren kann und was nicht. Hallo Werner, grüß dich. Oh, Müll, ja. Das können wir ja nebenbei machen, während hier die Ernte läuft. So, jetzt geht's hier wieder los. Ach, was ich dieses Feld schon verflucht habe. Eieiei, hast du Kollision? Nein, sehr schön. So, dann gehen wir mal hier hin. Jo, entlassen, zurück. So, dann geht's los. Dann gucken wir mal, ob wir das damit schleppen können oder nicht. So. Ach nee. Ach, das ist wieder so richtig geil zum Lenken. Aber macht nichts. Ich will nicht den großen Holmer mieten. Wir machen das hier mal lieber mit kleinem Gefährt, fahren dann auch mal dementsprechend langsam, ne? Ja. Sehr, sehr schön. Naja, ist doch nicht schlecht, der Specht. Machen wir es mal auf die etwas andere Art und Weise. Wir müssen ja nicht immer mit dem ganz großen Gerät auf den kleinen Feldern hier unterwegs sein. Macht natürlich die Sache leichter. Versteht sich von selbst, ja. Zieh mir ja die Hose auch nicht mit der Kneifzange an. Sag mal, Maus, möchtest du jetzt vielleicht auch mal rausscrollen? Danke, ist sehr nett von dir. So. Manchmal macht das Mausrad nicht, was es soll. So. Ja, also mit dem Teil habe ich, glaube ich, erst einmal gearbeitet. Sonst immer gleich mit dem großen Gerät. Ich habe aber gedacht, ne, wir sind ziemlich pleite. Wir sparen noch so ein bisschen an der Miete. Wir nehmen dann lieber hier die kleinen Gerätschaften. Und ja, ich glaube, das macht sich doch ein bisschen besser, ne?
So ist natürlich die Frage, wo fangen wir an? Einmal außenrum oder einmal innenrum? Ach komm, wir fangen innenrum an. Ja, machen wir mal so. So, los geht's. Dann müssen wir unser F1-Menü. Häcksler ansteckst. Also, V und B. Typisch, ist klar. Nächste Gerät. Erntemaschine senken, ist auch klar. Auch B. Und los geht's. Weh, du funktionierst jetzt hier nicht. Doch, Gott sei Dank. Ah. Wollte gerade sagen. Nimm bitte auch die Rüben mit. Sehr schön. Also ihr seht, das Feld ist tatsächlich nicht allzu groß. Es ist einfach nur sehr, sehr ungünstig geformt. Aber naja. Vielleicht irgendwann, wenn ich dann doch der Meinung bin, die Bank of Hagenstedt hier wieder zu aktivieren. Ui. Junge, Junge, Junge. Werde ich dieses Feld vielleicht abstoßen. Mal gucken. Aber erstmal haben wir es. Und wenn wir denn hier schon Rüben drauf haben, dann nehmen wir die natürlich mit. Versteht sich auch von selbst. Na guck mal, das läuft doch gut. Alles schön. Funktioniert. Ast rein. Bin zufrieden. Ja, und ich werde jetzt hier erstmal nicht die, also die Ernte nicht als Kurs machen, weil ich glaube nicht, dass ich hier demnächst erstmal wieder Rüben drauf mache. Ich werde die jetzt auch ganz normal einlagern und fertig ist. Oh, ich weiß, dass ich mit dem Feld schon richtig hart gekämpft habe, weil mit dem großen Holmer ist das gar nicht so einfach. Weil man doch ganz schön sein Tun hat hier. Ja. Na, das läuft doch. Ist doch schön. Perfekt. So, dann fahren wir einmal die Straße ernten. Ja. Ein Träumchen. Einmal ringsherum. Ja, ich weiß, im regulären Fall müsste ich jetzt erstmal alles wieder hoch und runter und so weiter und so fort. Aber ihr kennt mich mittlerweile, glaube ich, ein bisschen. Ich mache das nicht. Doch, wenn ich da ein bisschen mehr Übung drin habe, dann werde ich das natürlich auch machen. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen anders fahren, dass ich dann auch das nehme, was ich in Runde 1 nicht mitgenommen habe. Ja. Das ist das, was das Feld so ein bisschen schwierig macht. Aber gut. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir auch einiges runter an Rüben. Konzentration. Hui. Schon wieder eine Macke heute. Naja, wie immer, ne? So, einmal zurück, bitte. Wo hast du denn aufgehört? Hier, ja, ja, hier. Ist schon klar. F1 und ich glaube ohne. Ja, also auch wie üblich. Na toll. Wieso ist dieses Rohr auf dieser Seite? Das ist doch immer links. Ach, nee, nee, nee. Tja. Sehr eigenartig. Gut, dann müsst ihr jetzt einmal über die Ernte fahren. Na gut, ihr Süßen, ich würde sagen, ich mache das hier mal ganz in Ruhe fertig, beziehungsweise weiter, damit werden wir noch eine ganze Weile beschäftigt sein. Ja, deshalb bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch, fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen traumhaft schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.